Grüß Gott miteinander hier beim DSVO. Ich bin der Wolfi und wir machen wieder weiter. Wir sind wieder mit unseren Golems unterwegs und bauen hier weiter Holz unterirdisch ab. Ich glaube auch, dass wir hier oben nochmal ernten können. Einmal Getreide und einmal einen Baum. Ah, mehr gibt es jetzt gerade nicht zu holen. Ich hoffe, dass hier jetzt unser Miner später mal weitermacht. Aber wir wollten uns ja mal an das Kochen ranmachen. Das machen wir später. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die normale Produktionskette. Und zwar stellen wir davon immer einen her. Und zwar immer so, dass wir ein Auflager haben. Keep in Stock. Ein. Dann von den Ballistebolzen machen wir 10. Auch immer Auflager. So. Weil wir dann die Steinballistebolze herstellen wollen und da brauchen wir 10 von den Holz und 1 von dem Large Stone Arrowhead, um die 10 Steinballistebolze herzustellen. Und von denen wollen wir dann uns für die Kampffrüchte, da machen wir mal 80 Stück aufs Lager. 60 Stück aufs Lager, dass wir da mal 60 auf Lager haben. Dann kann nämlich unser Produzent hier anfangen, das schon mal da oben herzustellen. Wir haben beide Holz. Sehr gut. Schabi sammelt, weil der gerade nichts zu ernten hat, wenn ich das richtig sehe. Und Wolfi wird jetzt wahrscheinlich hier anfangen. Dann zu produzieren, schätze ich mal. War das nicht so? Ah ne, Construct and Repair. Ich glaube, Production haben wir gar niemand drin. Dann machen wir den hier auf Production rein. Der baut und repariert und wenn er nichts zu reparieren oder zu bauen hat, dann konstruiert er. Der wird jetzt hier wahrscheinlich gleich gehen, oder? Genau, da geht er. Wenn wir dann Technologiepunkt freischalten, dann schalten wir hier mal das Stein frei. Und Kohle, genau, da können wir jetzt, können wir theoretisch auch, glaube ich, hier Kohle produzieren. Genau, aus 3 Holz könnten wir einen Kohleherstellen. Brauchen wir jetzt halt aktuell aber erstmal nicht. Für uns war die Steinoption jetzt wichtig. Weil wir wollen ja hier zu den Steintürmen hin, den Steinturm mal bauen. Der fängt jetzt an, wahrscheinlich immer den ersten Gegenstand herzustellen, oder? Ja. Dann bauen wir hier aber Deutsch nochmal, damit er da das Zeug beschlagern kann. Da ist jetzt der Stone Arrowhead. Aber erstmal muss er was futtern. Können wir später noch einiges an Holz ernten, das ist sehr gut. Da haben wir nochmal einiges abgebaut. Wir sind zu dem Glitzerding da unten noch, das wäre wichtig. Das sammelt hier weiter fleißig Holz ein. Ich glaube 10 ist maximal der, was ihr tragen könnt, bin mir da jetzt aber nicht sicher. Der fängt jetzt langsam mal an mit der Ballistebolzenproduktion. Da braucht man viel Holz dafür. Seht ihr, da kriegen wir mehr Erfahrung. Sowas. Jetzt hat er die 10 Holzballiste und den Stein Arrowhead eingesammelt und jetzt wird er wahrscheinlich, ich glaube das sieht man sogar, genau, jetzt stellt er die erste 10. Steinballiste Bolze her. Basement Building. Ach genau, das ist das, was ich in der letzten Folge erklärt habe. Genau, das sieht man jetzt, das kann man einfach so ersetzen. Und dann ersetze die das einfach. Ist auch cool, das wird einem hier alles schön immer per Video gezeigt, wie da was funktioniert, was das bedeutet. Ist gar nicht schlecht.
hier weiter runter gemeinert. Ich glaube, wir meinen noch bis dahin und dann hören wir da unten auf. Weil da kommt jetzt hier die Mutated Soil, also die verdichtete Erde, und da will ich erstmal nicht rein. Das dauert zu lang, wenn man sich da durchgraben will. Hier bauen wir noch ein bisschen Holz ab. Wie viel Holz haben wir denn aktuell? 57, da stehen wir eigentlich ganz gut da. Und wir kriegen nochmal einiges hier rein. Hier kommt nochmal 20 Holz dazu und dann, also 25 Holz kommt alleine nochmal durch Bäume rein. Aber wir werden weiterhin viel Holz brauchen. Ich glaube aber, ich höre jetzt auf mit Holzabbau. Ich konzentriere mich jetzt eher auf Stein. Stein und Zement wäre jetzt erstmal wichtig. Stein brauche ich auch für die Steinpfeile. Ja, Stein wäre jetzt ziemlich wichtig. Machen wir da mal Stein ab. Suppe könnte ich auch Stein abbauen. Auch gut hin. Da kommt er schon. Geht direkt los. Weil ich könnte die Stütze hier durch Steinstütze ersetzen. Dann kriege ich ja auch wieder Holz zurück. Deswegen fokussiere ich mich jetzt erstmal nicht mehr aufs Holz. Was macht denn unsere Munitionsproduktion? Haben wir die erste 10 Bolzen? Sehr gut. Ja, die erste 10 steinballische Bolzen sind schon hergestellt. Da ändern wir mal einen Baum. Ja. Wird wahrscheinlich Schabe übernehmen, ja. Rennt er schon. Und dann bauen wir die Waffe, die dürfen wir nicht vergessen. Das war bei Offense. Genau, ich könnte Trebuchets bauen, aber ich finde die Ballista am Anfang irgendwie besser. Und da mal mindestens 3 Stück auf, hätte ich gesagt. Eine kostet natürlich 10, das heißt, wir brauchen jetzt gleich mal 30 Holz. Aber das haben wir ja mittlerweile auf Lager, das ist ja kein Problem. Kann die auch später, wenn was fertig gebaut ist, kann ich das oft auch, also bei solchen Sachen wie der Fertigungstisch, den kann ich relocate, also woanders hinstellen. Und auch so ist es mit der Balliste später. Ich kann die auch später hier oben drauf stellen, da haben sie bessere Schussreichweite und so. Das lässt sich später alles noch verändern. Genau. Wird einem hier halt erklärt, wie man Munition herstellt zum Beispiel. Hier wird einem erklärt, wie die Offensivstrukturen funktionieren. Das seht ihr auch, die werden später wird es ja richtig rabbeln. Die schießen dann und müssen halt mit Munition versorgt werden. Aber auch das ist kein Problem. Da kriegen wir alles hin. Nach dem ersten Kampf kriegen wir auch mal unseren 4. oder 5. und 6. Golem, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie viele Golems man später gut unterhalten kann. Ich hatte bei meinem einen Run, den ich jetzt bisher gemacht habe, hatte ich glaube 6 Golems und dann habe ich leider verloren. Dann haben die mich einfach überrannt, die Viecher. Hier muss mal einer hin. Mir fehlt hier noch so... Es fehlt hier ein Symbol, was Priory Mining heißt oder so. Priorisiertes Abbau. Dann könnte man hier das priorisierte Abbau hinmachen. Das wäre wichtig. So ist es so, dass der natürlich immer das zuerst abbaut, was halt am nächsten zum Herz sozusagen ist. Der geht immer dahin, wo er halt den kürzesten Weg hat. Wo er am effektivsten arbeiten kann. Da geht es jetzt nicht um Luftlinie, sondern wirklich um Laufweg.
Das, was du kürzeste Laufweg ist, das baut er zuerst ab. Jetzt haben wir auch unsere drei Ballisten. Dann haben wir natürlich einen Fehler gemacht. Wir müssen hier noch einstellen. Keine Holzmunition laden. Wir wollen die Stein, die mit der Steinspitze laden. Das glaube ich schon drin. 10 von 10, genau. Und hier ist halt 0 von 10 und da auch 0 von 10. Deswegen muss er jetzt halt fleißig Munition herstellen. Deswegen brauchen wir auch Stein und Holz weiterhin. Viel Stein halt. Schabi ist von seinem Erntemanöver zurück und sammelt jetzt wieder unser Stein ein. Und das ist mal eine Einsammeltechnik. Da eins, da eins, da eins, da eins. Starte hier erstmal alles genommen hätte. So kennt man halt. Aber fleißig. Jetzt hat die nächste 10 Munition geladen. Sehr gut. Ich schätze, wir verbrauchen vielleicht. Ich meine, wenn so 50 bis 60 Schuss verbraucht. Wenn wir jetzt mal 50 oder 60 noch auf Lager hin und dann 30 schon geladen, müssen wir eigentlich die Welle überleben. Das noch, genau, und dann bauen wir eigentlich, könnte ich dann hier schon abbauen, das hier nehmen wir auch noch mit weg. Da kann man hier zwar nicht mehr laufen, aber man kann ja hier drüber runter im Notfall, das geht ja noch. So Tribun wahrscheinlich was zu essen brauchen, ja, hat Hunger. Hier könnte ich später Suppe herstellen im Kochtopf, aber dann bräuchte ich dafür auch wieder einen Golem. Und eigentlich haben alle Golems gerade viel zu tun. Ich will da jetzt eigentlich keine Suppe noch herstellen. Die ist zwar ein bisschen nahrhafter, aber soll die sich halt erstmal von Rohkost ernähren. Was anderes bleibt mir jetzt gerade am Anfang halt nicht. Vielleicht ist die Sättigung halt nicht ganz so groß. Ernten wir mal die Apfelbäume. So ein kleiner Trick gibt es auch, wenn es irgendwann mal alles ausgewachsen und alles geerntet ist, ist in der Regel auch so ein leichter Indiz, dass demnächst die böse Welle kommen könnte von der Zeit her. Und dass man dann, wenn mal alles geerntet ist hier an der Oberfläche, dass man dann wahrscheinlich demnächst den Platz verlassen muss. Ich glaube, das brechen wir erstmal schon ab. Jetzt erstmal hier drüber, dass hier das muss das jetzt erreichen. Das ist mal wichtiger wie alles andere. Hier kann ich später noch weitermachen, wenn ich Zeit habe. Wie sieht es munitionstechnisch aus aktuell? Haben wir gar nichts. Die sind alle geladen wenigstens, aber wir haben keine Reservemunition. Gut, dass man die jetzt angefangen hin herzustellen. Seht jetzt auch, wenn ich den anklick wahrscheinlich. Warm Light, genau. HP will slowly recover, das heißt man stellt auch langsam Leben her. Die können auch Leben verlieren, wenn man später unter Beschuss stehe. Hier sieht man jetzt zum Beispiel Low Light. Weil der halt unter Tage ist die ganze Zeit. Movement Speed ist reduced bei 20%. Also der läuft 20% langsamer. Es wird auch bei dem hier jetzt zum Beispiel sein, obwohl der an der Oberfläche ist, aber wir haben halt gerade Nacht. Und dann fehlt ihm hier einfach Energie. Dem hier nicht, weil der hier halt seine eigene Fackel hat, die beleuchtet ist. Und hier in der Nähe ist, glaube ich, auch immer Licht, wenn ich es noch richtig weiß. Genau, an dem gelben Radius sieht man so ein bisschen, was beleuchtet ist und was nicht. Ich könnte zwar auch hier in die Lager eins reinbauen, dann würde ich aber eine Lagerfläche verlieren. Kann hier auch einstellen, zum Beispiel, was gelagert werden soll und wie hoch.
Also Stacklimit 1, 2, 3 und in welcher Priorität hier eingelagert werden soll. Also man kann sich schon viele Sachen einstellen. Ob man das alles braucht, sei mal dahingestellt. Aber es lässt sich wirklich viel einstellen. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich mache das anders. Bau da mal eine Leiter hin. Dann meinen wir hier entlang. Artefakt, wir haben ein Artefakt entdeckt. Da liegt ein Artefakt. Broken Robotic Bird. Wenn wir das zurückbringen. The Dark Storm is approaching. Jetzt können wir die Meldung kriegen, genau. Artefakte müssen wir zurückbringen, das wissen wir schon, das habe ich euch erklärt. Genau, und hier gibt es dann später halt Krieg. Genau, wenn wir das Herz hier verlieren, logischerweise, dann haben wir das Spiel verloren. Das wollen wir natürlich verhindern. Das heißt aber, wir müssen demnächst hier weg. Ich will natürlich das Zeug noch sammeln hier. Und den Baum will ich eigentlich auch gleich noch ernten. Aber hier drüben machen wir mal nichts mehr, das hat sich erledigt. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Stein mitnehmen, das wäre echt praktisch. Genau, da haben wir das Artefakt jetzt noch eingesammelt. Da liegt's. Ach nee, Shabi hat das Eis geholt. Genau, hier sieht man, dass die verdichtete Erde, die dauert ganz schön lange abzubauen. Länger wie Stein. Aber Stein würde ich schon gern noch ein bisschen mitnehmen. Bevor es Nacht wird, müssen wir hier halt weg. Was wünscht, überleben wir das wahrscheinlich dann. Erstmal das Artefakt noch einsammeln, sehr gut. Danach kann aber noch den Baum. Ich hoffe, hier kommt noch ein bisschen Stein, was wir mitnehmen können. Das wäre wichtig. Ja, sehr gut. Genau, jetzt kriegen wir hier Zahnräder. Die nehmen wir. Oder wir können da Forschungspunkte kriegen. Dann nehmen wir aber, glaube ich, erstmal. Obwohl, nee, wir nehmen die Forschungspunkte. Zahnräder brauchen. Ja, wenn hätte ich den Zahnräder machen können. Ist irgendeine Waffe, wo ich Zahnräder brauche? Da nicht. Hier unten später. Da sind wir aber noch sehr weit weg davon. Nee, vielleicht Technologie besser investiert. Mal was, wir konnten jetzt zwei auf einmal forschen. Das war, können jetzt schon Zement herstellen. Das war ja richtig stark. Dann bauen wir hier Zementmacher. Kosten 20 Steine, können wir uns aber leisten. Oh, der ist groß. Kann ich auch wieder nicht nach draußen stellen. Aber hier könnte ich ihn reinstellen. Dann wir da hin. Holz haben wir noch, 240, das sieht gut aus, da kommt jetzt auch nochmal 5 zu. Munition haben wir schon 10 steinballichte Bolzer, das ist auch gut als Reserve. Damit haben wir schon 40 insgesamt, ich glaube damit kommen wir gut durch die erste Angriffswelle vielleicht. Da wird jetzt auch gleich das Ding bauen und danach weiter produzieren. Machen wir mal die Zone noch weg. Ich würde jetzt halt das Ding hier erstmal schon fertig bauen wahrscheinlich. Genau. Ich kann mir hier nämlich später Zement herstellen. Vielleicht noch eine Technologie wähle tatsächlich.
wählen wir die hier aus. Dann kann ich tatsächlich schon die Zementgebäude bauen. Das ist ja toll. Dann bauen wir hier das erste Zementgebäude später hin. Wir haben jetzt natürlich keinen Stein mehr. Ich möchte eigentlich, ist geplant, dass ich hier, genau, so bauen wir das später hin. Dann bauen wir da außer auch nochmal eine Leiter hin. Ich denke, so wird es später aussehen und dann kommt hier das nächste oben drauf. Bauen wir so eine Zementstruktur rein. 6x10 würde auch gehen. Oh, oh. Vielleicht auch interessant, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ne, das ist zu weit. Ist zu breit leider. Da könnte ich das hinkriegen. Da, aber dann kann ich keine Leiter mehr hinbauen. Funktioniert leider auch nicht. Eine Leiter hier in der Mitte hätte ich schon gern behalten. Das kriegen wir da auf keinen Fall hin. Ich werde da das Ding hier hinstellen auf jeden Fall. Ja, das ist am besten. Das macht man. Ich kann mal überlegen. Ich glaube, wir reißen die Leiter hier später ab. Hier machen wir weg später. Abgebaut haben wir alles, jetzt sammeln wir da noch den Stein ein und dann gehen wir hier, weil dann wird es hier, wird uns das hier zu heiß demnächst. Da kriegen wir noch Lagerfläche dazwischen rein, eine kleine. Jeder Platz muss genutzt werden hier. Wir verschwenden hier keinen Platz. Perfekt. Dann gehen wir. Abflug. Freunde, Abflug. Da wollten wir nach unten. Hier unten gibt es nämlich nochmal Nahrung, Holz und Stein. Und dann können wir hier später zu irgendeinem mit Eis springen. Genau da gibt es viel, viel Eis. Ja. Gehen wir mal danach da unten. Und dann ready. Abflug. Oder Abmarsch. Fliege tun wir ja nicht, wir laufen. Genau. Jetzt können wir hier weiterhin unsere Produktion betreiben. Das funktioniert jetzt noch alles. Da können wir unseren Store hinbauen. Warte, Storage. Da. Genau. Und dann sagen wir hier mal, alles gesperrt. Und da lagern wir später vielleicht ein Artefakt ein oder so. Das würde sich anbieten. Dass mir das sage, hier können wir Artefakte einlagern. Hier die Steinspeere geben uns sogar 4 Technologiepunkte. Das ist Wahnsinn. Und hier oben rechts, da kommen jetzt schon die komischen Viecher, die uns angreifen werden. Unsere Balliste schießt selbstständig. Man kann aber auch hier manuell einstellen und dann kann man die selber steuern und selber schießen. Ich kann es euch mal zeigen, vielleicht treffe ich ja was. Mal so den Bogen schießen vielleicht. Ah, schon getroffen. Ich sehe die andere Schieße auch mal daneben.
Wieder getroffen. Sehr gut. Jawohl. Also kaputt, weg mit den Viechers. Die kriegen geben uns auch immer Technologiepunkte, das ist gar nicht schlecht. Oh, das macht drüber. Aber mittlerweile entwickle ich so ein bisschen Gefühl dafür. Aber lassen wir mal die andere weiter schießen. Das war die erste Welle. Hier oben sieht man auch die Distanz, die wir noch laufen müssen. 6,3 Kilometer müssen wir noch gehen. Dann erreichen wir unsere nächste Destination, also unser nächstes Ziel. Umso höher die Balliste stehe, umso mehr Schaden machen sie später auch. Also auch das kann man noch verändern und verbessern. Es gibt da viele Tipps und Tricks und Kniffe, die man anwenden kann. Genau, am Überlegen, ob ich das nochmal komplett umstrukturiere hier. Ich hätte hier vielleicht noch eine Idee. Wie war das denn? Der Turm ist 5 breit. Es gibt später auch noch 5, genau, 5 mal 7 Gebäude. Das würde sich echt anbieten. Dann entferne ich die Leiter hier später und habe dann halt hier eine. Und verrucke das aber nochmal eins nach rechts. Dann könnte ich nämlich die Leiter hier hochziehen. Hier links daneben so eine Stütze und nach links noch solche Etage wie Terrasse rausziehe. Müssen wir uns später mal angucken, ob das geht. Oh, das war daneben. Jawohl. Und wir können neue Golem kreieren. You can create a new Golem. Da könnte ich jetzt mit einer menschlichen Seele eine neue Golem kreieren. Oder wir warten, bis wir halt 3 Seelen haben, dann können wir so einen deutlich besseren Golem herstellen. Aber ich denke mal, einen vierten Golem werden wir jetzt nach der Runde sofort machen, weil es treibt nicht zu langsam. Oh oh! Ich werde beschossen! Macht's kaputt! Sehr gut, repariere tun wir später. Was mir noch fehlt oder was ich vermisse, ist, dass ich sage, ich möchte einen Golem nicht mitnehmen. Das scheint aktuell nicht zu gehen, dass ich sage, ja komm, lass den einen Golem zurück. Da pfeife ich drauf, den will ich nicht, der ist nicht gut genug. Ich will später welche mit 3 Seelen haben. Auch vielleicht kriegen wir da noch einen Trick raus. Vielleicht kann ich hier einen zum Bergbau schicke und dann heimlich einfach abhauen, solange der noch im Berg drin ist. Vielleicht geht es ja, das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert. Weil wenn wir uns jetzt einen Golem holen mit nur einer Seele, ist der natürlich genauso gut wie die, die wir schon haben. Aber wenn du aber einen Golem herstellst, der dann 3 Seele in sich trägt, der hat dann natürlich viel mehr Verbesserungen, also der hat viel mehr von den Fähigkeiten hier. Der arbeitet effektiver. Da ist noch einer, macht ihn kaputt. Vor allen Dingen brauche ich auch die Technologiepunkte, das ist gar nicht schlecht. Wenn ich mir hier gleich ein paar Technologiepunkte mitnehmen kann. Jawohl. Dann wurde am Punkt macht. Unsere Ballistebolze haben wir noch 18 auf Lager. Ich glaube, das wird auch hier schnell genug nachgelegt. Da stehen wir gar nicht so schlecht da. Ja. Wir spawnen hier mal neue Golem jetzt. Mit einer menschlichen Seele. Eine Seele. Spawn. Zack, da kommt er. Hui! Oh, ein Saldos kann er auch. Was hat der für Fähigkeiten? Der ist Produktion. Sehr gut. Dann können wir das dem da wegnehmen. Und dann geben wir dem auch noch zweimal Cooking Skills. Wobei, halt mal, wem habe ich das jetzt weggenommen? Dem hier. Dann lassen wir das mal. Brauche immer welche, die produziere später. So, jetzt haben wir hier wieder neue Welt. Wir reparieren unsere Armbrust und dann fangen wir das da harvesten, damit ich hier später eine Leiter runterziehen kann. Dann ziehen wir hier mal die Leiter. Leiter. Und hier aus breiten wir uns dann aus. Brauche ich denn dringend Holz? Eigentlich nicht. Wir müssten später ziemlich viel Holz kriegen. Ich brauche sehr, sehr viel Stein.
Oh ja, das würde es ja viele hier. Machen wir das mal so, dass wir. Na. Da holen wir uns das Holz und danach bauen wir das Stein ab. Jetzt mal gucken, wie ich da rankomme am besten. Das ist der harte, ja, Mutated Soil, das heißt, da wollen wir noch dran vorbei, am besten dann so. So. Doch, so müsste es gehen. Ja, das Holz nehmen wir mal mit, Holz kann man auch immer ein bisschen gebrauchen. Schadet mal nicht. Hier stellen wir mal ein, dass wir Zementhersteller wollen, und zwar immer 30 auf Lager. Oder was kostet uns denn das erste Gebäude? Concrete House. Das kostet 26 Zement, genau. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir auf 26 Zement kommen über Zeit. Jetzt haben wir auch einen Koch, das heißt, wir können hier vielleicht mal einstellen, dass wir hier Suppe herstellen. Immer 5 auf Lagerhalter und wir benutzen alles. Okay. Genau, unser Koch mal anfangen, Suppe herzustellen. Dann müssen wir dem noch einen Namen geben, unserem Koch. Der Koma-Bär. Wir machen Koch. Da kocht er schon. Da brauchen wir jetzt auch Holz. Genau, der Wolf produziert unseren ersten Zement. Da haben wir unseren ersten Zement auch sehr gut. Auf Zement bin ich halt auch scharf. Das brauchen wir auch relativ viel. Aber ich würde sagen, für die Folge war es das, Freunde. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Also mir macht es wirklich Spaß. Kommentiert rein. Lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ade.